Na, wer hat denn hier rumgewühlt? War sie das etwa? Oder gar diese zarten Wesen? Junge Menschen, die diese Kluft tragen, können Ihnen die Frage sicher beantworten. Das 60-jährige Jubiläum hat der Pfadfinderstamm Johannes Bosco in Köln-Rath gerade gefeiert. Für uns die Gelegenheit, uns ein wenig umzusehen. Die Idee zur Pfadfinderbewegung hatte 1907 der englische Lord Robert Baden-Powell. 2007 sind die jungen Menschen mit dem markanten Halstuch mit über 38 Millionen Mitgliedern die größte Jugendbewegung der Welt. Ursprünglich als Organisation für Jungen gedacht, kamen schon 1910 die ersten Mädchen dazu. Nicht etwa militärischer Drill, sondern Toleranz und Integration sind damals wie heute die Hauptanliegen dieser Jugendbewegung. In der Pfadfinderbewegung geht es darum, den interkulturellen Austausch, Dialog unter Jugendlichen und Kindern zu fördern, den Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven aufzuzeigen und sie altersspezifisch je nach ihren Fähigkeiten und in ihren Fähigkeiten neu zu fördern. Die Wölflinge zum Beispiel entdecken spielerisch die Welt und dementsprechend werden auch die Ziele dann umgewandelt. Sei es jetzt, dass die irgendwelche Aktionen oder Gruppenspiele machen, die halt auf ihr Alter ausgelegt sind oder auf dem Jump zum Beispiel waren Umweltprojekte, die halt auf das Kindesalter auch ausgelegt waren, sodass quasi jede Stufe dem Alter entsprechend angepasstes Programm hat. Also die Kluft hat den Grund gehabt, Pipi hatte damals den Hintergedanken damit, dass er diesen Unterschied zwischen Arm und Reich, den man anhand der Kleidung erkennen kann oder konnte, abzuschaffen. Also es hat jetzt weder was mit militärischer Uniform oder militärischem Drill oder so zu tun, sondern er hatte ganz allein den Hintergedanken, dass er dafür sorgen möchte, dass man von außen nicht erkennen kann, ob man arm oder reich ist, dass alle gleich aussehen, sondern dass der Pfadfinder nur durch seine Taten heraussticht und nicht durch das, was er trägt. Also der Umweltschutz hat bei uns Pfadfinder natürlich einen recht hohen Stellenwert. Da legen wir auch sehr viel Wert drauf, das den Jugendlichen zu vermitteln, von ganz klein an bis groß, damit man das dann später dann auch umsetzt. Weil nur wer ganz früh Bewusstsein dafür entwickelt, kann das später auch voll nutzen. Viel Engagement. Aber wie Sie sehen, versteht man bei den Pfadfindern auch durchaus zu feiern.